Schön, dass ihr hier seid. Und heute zeige ich euch hier diesen schönen US Bison Grain Trailer in der V1.0. Ja, man kann schön sehen, er ist vollkommen verchromt in der Standardfarbe. Ja, was so eigentlich nicht schlecht aussieht, aber man sieht ja schon, wenn man sich so bewegt, die ganzen einzelnen Rillen, die man hier so sieht, die flackern halt dann schon und verzehren das Bild ein bisschen und schauen dann nicht mehr so gut aus. Weil man sich ein bisschen was überlegen kann. Man könnte noch ein bisschen an der Grafikeinstellung wahrscheinlich mit der Kantenglättung arbeiten, aber meiner Meinung nach sieht das nicht so schön aus. Aber es ist halt Geschmackssache, alles andere scheint gut zu sein. Dass er halt voll verchromt ist, ja, ist wahrscheinlich Geschmackssache. Mir persönlich gefällt es nicht so, aber okay. Sind etwas, was ich einfach hinnehmen muss. Detailmäßig passt soweit eigentlich alles. Alles vorhanden, wie gesagt, ist halt alles voll verchromt. Was halt nicht gerade so prickelnd jetzt die Details hervorhebt. Hier vorne doch ein bisschen Besen, Schaufel, falls man direkt am Boden ist. Zweimal Feuerlöscher. Die Schläuche sind auch vorhanden. Ja, was kann der laden? Der kann Standardfrüchte laden und zwar davon 50.000 Liter. Sollen wir jetzt mal testen, ob wir hier irgendwas reinfüllen können, ob das auch funktioniert. Wir fahren mal hier runter. Also Fahrgänge ist eigentlich relativ gut. So. Wenden wir mal das HUD ein und sagen wir mal Befüllung starten. Wir wollen, sollen wir am meisten? Egal. Keiner Mais. Auch die Animation der Plane sieht nicht so schlecht aus, wenn man hier schön sieht. Das läuft auch alles schön rein, auch schön verteilt, funktioniert wunderbar. So, dann können wir die Plane zumachen. Das war die falsche Taste, vermute ich mal. Ich wollte die Plane zumachen, so. Die ist auch grau. Das passt auch. So, dann gehen wir das mal wieder abkippen. Und schauen wir mal, ob er abkippt, das Ganze. Abkippen mit Q. Und da kippt es ab und macht zugleich die Plane auf. Also das ist auch nicht schlecht. Schön animiert hier unten. Das passt auch. Also das funktioniert alles. So, jetzt schauen wir den guten mal in den Shop an. Shop zu finden und den Bereich Kipper. Und da ist er. 55.784, 50.000 Liter. Und wie gesagt, so die Standfrüchte kann er transportieren. 10 Euro am Tag. Dann gucken wir uns nochmal zum Schluss die Lok an. In der Lok hat der keine Fehler, wie man sieht. Alles wunderbar. Da gibt es nichts zu meckern. Ja, im Großen und Ganzen ein schöner Mod. Mir persönlich gefällt das Ganze grob nicht, aber wie gesagt, das ist ja eigentlich Geschmackssache. Ich wünsche euch viel Spaß. Schaut weitere Mods auf meinem Kanal an und macht's gut mit diesem Mod. Tschüss.